Hallo und herzlich willkommen beim weiteren Tutorial von The Electronic Beats Capital Eagles. Diesmal befassen wir uns mit dem Mastering, Mixing, Abmische von Hands-Up-Sounds. So, dafür musste ich hier noch ein bisschen das Tempo erhöhen. Und zack, ich habe schon mal ein paar Presets hier vorbereitet. Also Kick, Clap, Open Hi-Hat, Ride und einen Bass habe ich schon hinzugefügt. Und ich zeige euch mal kurz, wie sich bei mir das anhört. So. So, und da wir mit dem Mastering uns hier beschäftigen, habe ich hier noch nichts eingefügt. Alle Channel hier sind leer. Also fügen wir mal einfach hier mal hinzu. Einfach Kick anklicken, zack, damit wir die Channel Settings haben und drücken dann Steuerung L. Steuerung L, Steuerung L, Steuerung L und Steuerung L. Ich habe für den Bass Nexus benutzt. Nexus ist ein VST-Plugin, welches ihr so in FL Studio gar nicht habt. Die ganzen Samples sind auch alle extern, also nicht im FL Studio vorhanden. Könnt ihr euch aber dazu kaufen. Wie auch immer. Das sind meine Samples. Mir gefallen sie. Ich kann damit halbwegs arbeiten. Ich fange mal mit der Kick an. So, dafür füge ich noch einen Equalizer hinzu. Equalizer 2 nämlich. Oder lieber den ersten. Nee. Ah, da gab es noch einen schöneren. Echo. So. Klicken hier auf Punkt, damit wir das einzeln hier verschieben können, ohne dass sich die ganze Kette hier auf einmal auflöst. Und gucken das hier uns mal an. Hier sehen wir die Linien. Ein Bass, nee, Quatsch, ein Kick oder eine Kickdrum oder wie auch immer der Artikel dafür lautet, muss in den tiefen Frequenzen vorhanden sein, vor allem hier so, damit es so ein richtiges Plop macht, und dann muss es noch weiter in den hohen Frequenzen sein, damit es auch dröhnt, so richtig knallt. Das ist einfach essentiell. Okay, vielleicht nehmen wir doch das hier. Aber man muss eben aufpassen, dass wenn wir die tiefen Sequenzen hier zu hoch machen und ja einfach nur die tiefen Sequenzen zu hoch anschrauben, dass das Ganze dann total übersteuert wird und dann die Kick einfach nur noch dreckig wird. Das hört sich ungefähr so hier an. Und wenn sie zu tief ist, gibt sie keinen Druck mehr. Das ist das Schwierige beim Mixing. Sie muss zwar knallen, aber darf nicht übersteuern und sie darf auch nicht alles andere wegdrücken. So, und ich weiß nicht warum, aber es ist auf jeden Fall besser, wenn man hier die Sequenzen bisschen weiter runterschraubt. Bei den hohen bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ja, sollte man auch mit anheben. Hier kann man, glaube ich, auch getrost wieder runter machen. So, nehmen wir uns das Ganze mal nochmal an. Ah, die Maus, der spinnt gerade ein bisschen. Einmal mit Equalizer, einmal ohne Equalizer. Jetzt erstmal mit. Ohne. Man hört, also ihr solltet zumindest deutlich den Unterschied hören. Vielleicht ist die Qualität von dem Video hier auch ein bisschen zu schlecht. Und ihr müsst es einfach mal selber ausprobieren. Es ist auf jeden Fall ein Unterschied vorhanden. So, jetzt können wir das Ganze im Equalizer 2 nochmal nachbessern. Hier ist das Ganze grafisch ein bisschen einfacher dargestellt, meiner Meinung nach. Eben hier seht ihr, dass ziemlich rot wird und daher hier auch eine Anhäufung ist an dieser Sequenz.
So, und jetzt machen wir hier die Kurve ein bisschen spitzer. Bei ca. 250 Hertz. Das habe ich mir gerade aus einem anderen Tutorial ein bisschen abgeguckt. Ich habe gerade eben selbst nochmal nach so einem Mixing-Tutorial gesucht, weil ich bin auch nicht jetzt der absolute Profi im Mastern, Mixing, Abmischen, whatever. Aber ich habe einfach mal nichts passend zum Hands-up gefunden und ich denke mal, dass meine Abmische jetzt auch nicht die schlechteste der Welt ist und dass man sich hier einiges bestimmt grundsätzlich abgucken könnte, aber noch vieles verbesserungswürdig ist. Der Typ, von dem ich gerade das mit den 250 Hertz hier abgeguckt habe, hat gesagt, er ist ungefähr bei 85 bis 90% Studioqualität. Bei mir würde ich das auf 50 bis 55% schätzen. Das heißt, ich habe noch viel Freiraum nach oben und na, gehen wir einfach mal zu Klepp, bevor ich hier noch alles voll suche. So, beides hier hinzugefügt. Also bei der Clap kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Auf jeden Fall ist es in den tiefen Sequenzen auf keinen Fall vorhanden. Man kann sich auswählen, ab wo das ungefähr einsteigen soll. Und ob das eher tiefer jetzt betont werden soll oder eher die Höhen betont werden sollen. Ich mache mir hier einfach so eine Kurve rein. Sieht hübsch aus. Na, und machen wir die Klappe ein bisschen leiser. Noch gefällt mir die Kick eigentlich richtig gut, aber ich glaube, ich habe hier die tiefen Sequenzen. So hier ungefähr in dem Bereich wieder ein bisschen zu hoch. Angesetzt ist dann zu sehr Joop macht anstatt Klack. Also, naja, was auch immer. Das Ganze. Oh, was war das denn gerade? Das Ganze können wir durch die Ride bisschen ausbessern, weil die Ride gehört für mich zum Kick dazu. Das könnte man eigentlich auch layern, whatever. Tun wir aber nicht und Ride kann auch die ganzen hohen Sequenzen dann dazu holen, das bisschen mehr Klack macht. Vielleicht sollte man alternativ noch eine Snare hinzufügen, was gar nicht mal so schlimm wäre für diesen Klackeffekt. Okay, kann ja noch etwas dauern. Gucken wir in einem anderen Pack nach. Klicken hier rauf, Steuerung L. So, tiefen Sequenzen erstmal alle raus. Ja,
belassen wir es hier bei Clap. Funktioniert ja schon. So, dann OpenHi jetzt noch schnell. Das wäre hinzugefügt. Beim Bass füge ich jetzt auch nochmal, nein, das wollte ich nicht hinzufügen, nochmal den Echo hinzu. Und die Tiefensequenzen müssen wir nicht mehr anheben, das hat ein Bass so an sich. Fällt mir auch so. Ich habe nur ein bisschen die Höhen hier ein bisschen angehoben, damit es mehr dirtier klingt. Hier nochmal der kurze Vergleich. So, alles schön und gut. Wir haben jetzt erstmal hier Basics ausgefüllt. Jetzt machen wir mal hier eine richtige Bassline draus. Machen daraus Standard, das heißt A, warte mal, A, F, C und dann G. Ah ja, welchen Glück das hier steht. Und jetzt drücken wir noch Restlink auf Pattern 1, Split by Channel und haben alles hier super gesplittet in jeweils die einzelnen Pattern. Und machen hier mal zack, zack, zack. Das Ganze will ich jetzt noch mit einer Melodie kombinieren, die aber auch noch nicht ganz gemixt ist und im Pattern 7 dann sein müsste. Hier ist sie. So hört sie sich erstmal an. Für meinen Geschmack noch etwas zu hoch. Deshalb machen wir einfach mal hier bei Channel Settings Rechtsklick auf, keine Ahnung wie der Ton hier hat. Steht ja auch nirgends, also werdet ihr es hier nie erfahren. Nee, womöglich nicht. Hören uns das nochmal kurz an. Ja. Das ist mein nächstes Hauptprojekt, aber ich habe es jetzt auch mal hier für die Statue hier genommen. Und Baseline ist ja schon so eigentlich perfekt. Müssen wir nur noch den Grundton ändern bei Channel Settings. Rechtsklick auf unbekannter Ton. Und mal gucken, ob das jetzt zu tief ist. Ja, ist es. Machen wir höher. Ja, passt schon irgendwie. Jetzt kommt die Melodie hier noch hinzu und wir gucken mal, wie sich das erstmal anhört, obwohl das noch nicht gemixt ist. Trotzdem können wir das ja schon mal in den Mixer machen und ein Echo hinzufügen. Okay, die Melodie drückt einiges weg, wirklich einiges. Das ist auch so ein Lied, das eigentlich gar nicht so typisch für Hands Up ist. Das ist Cheesy Madness. Das ist mein Lieblingslied und es drückt immer alles weg. Es macht mir ziemlich viele Probleme, aber trotzdem versuche ich das zu verwenden. Naja, wie auch immer. Das Problem ist, dass dieses Lied hier eben wirklich vieles wegdrückt, weil es auf vielen Sequenzen präsent ist. We'll be right back.
Prinzipiell wäre ich dann eigentlich mit dem Mastering Bla Mixing fertig. Das Ganze hat uns ganze 16, 17 Minuten gedauert. Es hat uns gedauert. Ja, Deutsch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht doch eigentlich voll klar. Wer was zu meckern hat, kann mich deabonnieren, disliken und schlechte Kommentare schreiben. Wer Verbesserungstipps hat, kann mir gerne welche geben, weil wie gesagt, ich mit meinen 50% würde mich freuen, wenn ich eines Tages auch meine 85, 90 oder gar 100% erreichen würde. Und damit verabschiede ich mich erstmal. The Electronic Beats, Capital Eagles, wir hören uns.